Schön, dass ihr wieder den Weg zu mir gefunden habt und zu einer neuen Ausgabe von Let's Play World of Tanks und zwar mit dem T57 Heavy, gespielt von Daniel240399. Ja, was soll man sagen? Er hat hier den Tier 10 schweren Panzer der USA, wobei schwer ist immer so eine Definitionssache. Hat natürlich beim Matchmaking ein bisschen Glück, dass er hier mit 9er, 8er und sogar 7er Scouts in das Gefecht kommt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, darf ich schon mal hier vorab spoilern, wird uns eine fantastische Runde erwarten. Und ihr hört es, ich bin nach wie vor etwas krank. Deswegen seht es mir nach, wenn ich vielleicht mich mal räuspern muss, meine Stimme nasal klingt oder ich vielleicht, ja, irgendwann mal kurz innehalten muss, weil mein Hals ist nach wie vor nicht der beste. Aber wie gesagt, dieses Replay wollte ich euch definitiv nicht verpassen lassen. Ist das richtiges Deutsch? Ja, wenn nicht, dann egal, verpassen lassen. Sag ich jetzt einfach mal. Wir gucken mal wie immer in gewohnter Manier auf das Team bzw. auf die Teams Heiliges Tal im Standardgefecht. Und ja, man darf ganz klar sagen, im Gegnerteam gibt es die herausragenderen Spieler. Deswegen tendenziell pro Gegnerteam. Jetzt haben sie hier schon den ersten E50M. Den rushen sie scheinbar auch sofort. Oh, da kriegt er einen Abpraller. Treffer. Noch ein. Und ein aufs Rad. So, und zurückziehen. Leider ist er sehr, sehr langsam in dem Rückwärtsgang, kann man sagen. Also rückwärts fahrt er nicht wirklich schnell. Aber schnelle 1100 Schaden gemacht, die kann man so mal stehen lassen. Oh, da hinten ist ein Freddy. Hat drüber gesammelt. Oh, unten eher ein 100. Da ist, kann man froh sein, dass er drüber gehalst hat. Zwei Hits. Ah, oh, der trifft er den nicht. Also bitte. Aber schön, er nutzt sein Magazin sehr, sehr gut aus. Jetzt lassen sie ihn hoffentlich nur zurück, weil er ist eigentlich nicht die Frontsau. Da dürfte der E100 oder ES7 definitiv weiter vor. So, jetzt, was er clever macht, und das würde ich genauso machen, jetzt hier nicht mehr den Frontkampf suchen, sondern versuchen zu umfahren. Schauen wir doch mal, was da vorne noch so passiert. Das sind noch drei wirklich ordentliche Trümmer. Wobei, jetzt wenn er hier rumkommt, kriegt er gleich den Ferdi rein. Ja, der Ferdi, alle kein Blick für ihn, macht er weg. Schöner, einfacher, netter Kill. T34 guckt auf ihn, kriegt aber da den Abpraller. So, natürlich auf die Distanz, einfach mal so auf die Kommandantenluke zu schießen, muss man auch ein bisschen Glück haben, ganz ehrlich. Ansonsten hat er nicht viel vom Panzer gesehen. Oh, ES3, aber sammelt daneben. Wie gesagt, dieses Rausstrafen ist einfach so ein bisschen der Bug in die Replays. Erster, zweiter Schuss weg. Dritter Schuss. Oh, der L100. Und er kriegt den Abpraller. Heide Witzka. Das muss man aber auch erstmal schaffen. Man sieht wieder extrem langsame Rückwärtsbewegung. Aber bisher viel rausgeholt aus seinen Schüssen. 3 zu 6 für den Gegner, also tendenziell schaut es leider nicht gut aus. Aber trotzdem schon 3000 Schaden gemacht. Kann sich sehen lassen. Erster Hit. Zweiter Hit, schön. Den T34 rausgenommen. Richtig nice. Der EN100, da ist jetzt die Frage natürlich, wie agiert der EN100? Ja, so ist für ihn natürlich super. Konnte er zwei Schüsse setzen und selber hat er keinen abbekommen. Was mich wundert, dass da diese beiden Kameraden hier mal nicht ein bisschen druckvoller agieren. Könnten da gut weiterfahren. Oh, jetzt steht auch ein Gegner schon im Cap. Und das, was ich selten mache und was er jetzt sofort richtig macht, selber zurückfahren. Also ich warte immer ganz gerne oder ich hoffe, dass irgendwann mal zurückfahrt und fahrt dann zu spät zurück.
Dann nimmt er gleich die Füße in die Hand und fahrt Richtung Cap. Hat auch nachgeladen, also von dem her alles entspannt. Ist jetzt offen, aber sollte ihn nicht so schlimm treffen. Und der T71 geht schon stiften. Er hat natürlich jetzt auch gewusst, was dann da die Stunde schlägt. T71 trifft auf den Walker Bulldog und man sieht's, Walker Bulldog nimmt ihn raus. So, auch wenn der Weg jetzt nicht notwendig war, aber wie gesagt, trotzdem immer gut und immer richtig. Es nimmt selber die Initiative des D-Captains in die Hand und warte nicht drauf und verlasse nicht, dass das das Team macht. So, die Badget könnt ihr... Oh, Verbündeter IS-3 ist verunfallt. Ärgerlich natürlich. Ah, da kommt... Oh, IS-7. Alle Mann zurück! Jetzt bin ich sehr gespannt. IS-7 schießt hier mit Premium. Schön. Oh, die Badger verlitten. Ein Hit. Und zwei. Das war, da hat er die richtige Anzahl an Schüssen im Magazin noch gehabt. Einen weniger und das hätte ihn für ihn ganz, 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 ganz doof ausgehen können. So, jetzt ist der EN-100 da oben alleine, aber seine Mates sind nicht mehr da. Also, mich verwundert so ein bisschen, was der EN-100 und IS-7 so treiben. Und schon wieder ein Abpraller vom EN-100. Also, da muss man sagen, der gegnerische EN-100 hat da sehr viel Pech. Und aimt auch nicht gut. Erster, zweiter, dritter. Und kriegt er den noch schnell durch? Vierter, nice gemacht, nice gemacht. 7000 Schaden. 5 Kills aktuell. Wahnsinn. So, jetzt bewegt er sich wieder Richtung Cap zurück. Und man sieht jetzt aber auch unten, wir hatten nur noch 8 Schüsse. Also, das kann eine ganz enge Chose werden. Und da sind sie offen. Da hat der EN-100 jetzt einfach mal ins Wespennest gestochen. Wie gesagt, jetzt muss er eigentlich wirklich mit seinen Schüssen sparsam umgehen. So, den einen konnte er schon mal gut treffen. Der Waffenträger nimmt den EN-100 raus. 10 zu 13, also 5 Gegner haben sie noch. Das ist noch eine ordentliche Hausnummer. Und ich glaube, ihm ist auch durchaus bewusst, wie viel Schuss er noch hat. An dieser Stelle auch nochmal ein kleines Dankeschön an alle Abonnenten bisher. Also ihr seid fantastisch und mich freut es, dass ich wieder die Bonuscodes raushauen darf. Also dementsprechend ist es schön, auch ein bisschen was zurückgeben zu können. So, jetzt teilt er sich auf. In der Situation würde ich sagen auch richtig, dass er da jetzt nicht direkt da kommt, wo sie ihn erwarten sozusagen. Und man sieht, die schauen alle woanders hin. Oh nein. Wie ärgerlich. Sehr schön. Boah, der EN-100 ist noch voll. Der war wichtig. Sehr schön. Ganz nice. 7 Kills. 7900 Schaden. Alter Schwede. Jetzt ist er im Reload, aber da kann auch ein bisschen die ESC mal was machen.
So, und jetzt auf den E75 drauf. Der erste dürfte getroffen haben. Aber jetzt genau so. Zweite. Dritte trifft nicht. Und den vierten, der letzte Schuss. Er überlässt jetzt dem Schicksal auch dem IS-7 scheinbar und fahrt dahin, wo der Jagdpanther vermeintlich inaktiv sein soll, so wie es hier im Chat mehrmals geäußert worden ist. Wir schauen uns das nochmal ein bisschen in der Perspektive an. IS-7 gegen E-75. Bis jetzt fällt da noch kein Schuss, beziehungsweise zumindest kein Hit. So, IS-7 hat jetzt getroffen. 59 Struktur hat er noch mehr. Also fast nix. Und jetzt ist die Frage, wo ist der Jagdpanther? So, E-75 ist mittlerweile tot. Jagdpanther ist zumindest mal nicht am Cap, so wie hier immer gesagt worden ist. Auf B0 ist ja spannend, was da geschrieben wird im Chat. Das heißt, er müsste hinter ihm sein. Aber ärgerlich, solche im Team zu haben. Also ich will jetzt nicht sagen, dass der Jagdpanther unbedingt das Gefecht gerettet hätte. Aber es hätte es auf jeden Fall nochmal spannender gemacht. Ja, da ist er auch tatsächlich. So, jetzt hat er seinen letzten Schuss auch noch rausgenommen. Und jetzt kann er noch zum Captain fahren, weil er kann selber nicht mehr anrichten. Aber wenn wir uns auch mal die Anzahl anschauen, 8.798 angezeigter Schaden. Und man sieht es in der Endauswertung dann gleich, 9.196 gemachter Schaden. Also unglaublich, 2.290 Damage Block bei Armor. So, jetzt muss er cappen, weil er hat einfach nicht mehr die Zeit, beziehungsweise keinen Schuss mehr, wie er schreibt. So, IS-7 freut sich wahrscheinlich über das, was der jetzt schreibt, dass er eben keine Schuss mehr hat, dass er weiß, er selber bekommt noch ein bisschen Schaden ab. Oh, er ist scheinbar aufgewacht. Da freut sich aber wahrscheinlich auch die IS-7 dementsprechend. Ah, IS-7 verschießt. Jagdpanther ebenfalls. Er selber tut es jetzt richtig, ein bisschen mal zurückfahren. Oh, so, sehen wir es ein bisschen besser. Entschuldigung. Also IS-7 hat den nächsten getroffen, Jagdpanther den nächsten wieder verschossen. Und jetzt sollte das Game damit auch schon rum sein. Oh, beide verschießen. Heidewitzka. Jagdpanther rammt sich halb tot, aber IS-7 macht jetzt den erlösenden Schaden. Damit ist das Game 15-13 gewonnen worden mit einer unglaublichen Ausbeute. Ich freue mich, dass ich sowas zeigen darf. Also dementsprechend vielen Dank, wenn ihr mir einen Daumen da lasst. Bis bald. Ich wünsche euch alles Gute, euer näselnder Alcaramba.